Willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, bei East Origins im Clone Run. Und ja, wir nähern uns immer mehr dem Ende zu und müssen erst einmal durch diese Tür durch. Dazu brauchen wir den Obsidian-Schlüssel, den wir in der letzten Folge gefunden haben. Und da vorne ist Kishgal. Ha, ich habe auf dich gewartet. Kishgal. Das sieht nach Kampf aus. Du scheinst dich ziemlich gut gehalten zu haben. Besonders für jemanden, der Befehle von Sautova empfangen hat. Hast immer noch Probleme mit dem Commander, hä? Was willst du von mir? Ah, ich denke, du weißt es. Ich will einen würdigen Gegner bekämpfen. Jemanden, der mir ebenwürdig ist. Schlag für Schlag in einem großen Kampf. Das ist alles, was ich jemals wollte. Ich dachte, Sautova würde dieser Mann sein. Aber er war nicht bereit für mich, als ich meine Herausforderung aussprach. Er wurde zu einem Schatten seiner selbst reduziert. Natürlich wurde er das. Er hat Dämonen bekämpft für wie lang auch immer, bevor ihr euch entschieden habt, aufzutauchen. Genau meine Meinung. Er war verwundet und erschöpft. Handicaps bedeuten nichts für jemanden, der die dämonische Power akzeptiert hat. Also habe ich auf dich hier gewartet. Auf die Chance, den Nachfolger von Sautova zu bekämpfen. Den Mann, dessen Kraft meiner eigenen ebenbürtig ist. Und ja, Kishgal geht in seinen Dämonenmodus. Und wir müssen ihn bekämpfen. Hm. Ah, hast du jemals menschliche Körperteile durch die Gegend fliegen sehen, wie bei einem Wasserfall? Das Innere eines Mannes wird die Wände dekorieren. Erlaube mir, dir die wahre Bedeutung von Blutrausch zu demonstrieren. Ja, und da geht's schon los. Unser nächster Mini-Boss-Teil. Wow. Und zwar gegen Kishgal. Und auch hier müssen wir wieder besonders vorsichtig sein, weil Kishgal gehört gegen Soul wirklich zu einem der stärksten Gegner. Anders als gegen Yulika. Wow. Hat uns schon jetzt ein Drittel unserer Lebenspunkte gekostet. Deswegen sollten wir gucken, dass wir ihn immer mit dem Fireburst angreifen, wenn wir es können. Weil in dem sind wir ja... Wow. Ein bisschen schwieriger zu treffen. Und wenn wir den Dämonenmodus sind, machen wir sogar noch mehr Schaden. Wie man gerade gesehen hat, ja, er holt wieder seine Drachen raus. Genau den gab, meinte ich. Wow. Au, da sind wir knapp entkommen. Wow. Diesem Wirbelwind zu entkommen ist schwierig. Und jetzt schießt er auch noch mit Eis. Okay, das wird jetzt wahrscheinlich wieder... Ach nee, jetzt macht er den hier. Nee, jetzt macht er diesen... Eisburst.
Aber sieht eigentlich ganz gut aus bis jetzt. Wenn wir jetzt nicht unvorsichtig sind. Aber nein, wir haben ihn besiegt. Beim ersten Versuch. Ich denke, meine Ehre als Ritter ist sicher. Zu guter Letzt. Ja, weil wir den Mann endlich besiegt haben, der uns, der Commander Toppa auf dem Gewissen hat. Hatten wir endlich die Chance, uns dafür zu revanchieren. Und wir haben die den Fächer erhalten. Das muss der Schlüssel sein, um durch Zavas Domäne zu kommen. Wahrscheinlich war das hier der Köder und ich war dafür bestimmt, ihn zu schnappen. Wie auch immer, nun gehört er mir. Ja, was zum... Ja, genau, die Zwischensequenz. Für die ist es jetzt auch endlich Zeit. Der dunkle Turm fängt an, unheimlich lila zu leuchten. Die Erde bricht auf. Ja, und der Schrein wird langsam nach unten gezogen. Das, was wir eigentlich nicht zulassen können. Verdammt, das Ritual hat begonnen. Ich muss auf die Spitze des Turms kommen. Ah, ich denke nicht. Was? Dämonische Power oder nicht? Du solltest nicht in der Lage sein, dich so schnell zu erholen. Ah. Jetzt, wo die dämonische Essenz kurz davor ist, freigesetzt zu werden, bin ich fast unantastbar. Wenn man alles zusammennimmt, warst du ein... Hast du dich selber als würdiger Gegner erwiesen? Dämonische Rage? Du solltest in der Lage sein, dich selber in sie zu versetzen, Toll. Los, tu es. Werde eins mit der Essenz. Verändere dich und bekomme ein vollständiger Dämon und bekämpfe mich. Das werde ich nicht. Was? Ich bleibe bei meinen natürlichen Fähigkeiten, bis das vorbei ist. Danke. Ich bin immer noch menschlich. Und Menschlichkeit ist vielleicht nicht perfekt, aber ich bin nicht bereit, sie aufzugeben. Ich war dumm genug, dämonische Kräfte zu akzeptieren, aber ich erlaube mir nicht selber ein Monster zu werden. Jetzt lacht er wie verrückt. Das ist unbezahlbar. Also gut, wenn du sterben... Wenn du für diese Frau sterben willst, dann
bin ich glücklich, dir dabei zu helfen. Und da kommt Yudika und gibt ihm eine. Toll, bist du in Ordnung? Du? Ich hoffe, es macht dir nichts aus, dass wir so unangekündigt hereinplatzen. Hey Captain, es sieht so aus, als könntest du eine helfende Hand gebrauchen. Also ist das der Mann, der Commander Topper getötet hat? Also ein Feind des großen Sautopper ist genauso ein Feind von uns. Wir müssen unseren dahingeschiedenen Offizier rächen. Euer Timing ist unglaublich. Ihr Abschaum. Wie könnt ihr es wagen, meinen Sport zu unterbrechen? Überlasst das uns, Captain Fact. Ja, auf einmal ist er wieder Captain. Ihr müsst zu anderen Orten, richtig? Ich schwöre bei meiner Ehre, dass dieser blutdürstige Berserker keinen Fuß außerhalb dieses Raumes sitzen wird. Ja, Yudika ist voll dabei. Verstanden. Ich zähle auf euch alle. Ja, Sir. Na, wie Shion gesagt hat, du bist einer von uns. Aber gleichzeitig ist er auch wieder Captain. So. Dann bedeutet das wohl so viel wie zurück. In Richtung Spiegellabyrinth. Und ja, es passiert schon ein ganz, ganz schöner Haufen jetzt gerade zur Zeit. Habe ich dich jetzt gerade getötet? Also kann ich jetzt nicht mitbekommen. Also was soll ich sagen? Immer mehr Steine werden jetzt ins Rollen gebracht. Wir haben Kishgal sozusagen besiegt. Jetzt sind die heiligen Ritter ausgenommen von Galleon damit beschäftigt, ihn aufzuhalten. Während wir uns um die dämonische Essenz kümmern müssen. Also in dem Zustand, in dem er gerade ist, glaube ich kaum, dass die Ritter in der Lage sind, ihn zu besiegen. Deswegen liegt das Ganze jetzt an uns. Ist das der richtige Weg? Ich glaube ja. Ja. Schleim wird ignoriert. Und da wollen wir nicht runter, wir wollen zurück. Okay, hier sind ein paar mehr Gegner, die werden nicht ignoriert. So, weg mit euch. Und wir haben wieder einen Haufen SP. Weg mit dir. Okay, ein Haufen ist untertrieben, wenn ich mir überlege, was wir wieder für die letzte Fähigkeitsstufe brauchen. Also, gerade bei Toll ist die ziemlich notwendig. Das, was eine halbe Million kostet, damit die Waffenreichweite höher ist. Aber hier können wir fast gar nichts mehr anhaben. So, hier hoch. Hier macht mir zwar noch ein bisschen Schaden, aber das meiste hole ich durch meine Dämonenklaue wieder rein. Oder durch die Heilkräuter. Und ab in Zavas Domäne. Okay, das hier war, glaube ich, der Ausgang. Nein, das ist der Weg weiter. Okay, gehen wir erstmal nach Norden. Ja, das hier ist Zavas nerviges Gebiet. Ich weiß, dass du unsichtbar bist, ich bin nicht blind. War Norden der Weg zurück?
Ja. Okay. Da ist das hier. Ja, stimmt. Das hier ist braun unterlegt. Das hier ist blau unterlegt. Und blau sind die Wege weiter. Beziehungsweise ist hier der Weg weiter. Gut. Aber ich würde sagen, bevor wir uns jetzt hier mit dem Spiegellabyrinth beschäftigen, was ja doch, wie man sehen kann, ein bisschen größer ist, mache ich jetzt einen Cut. Bis gleich.